herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Rindsfegei sollte ich einmal machen, hat meine Schwester gesagt. Das sind bei uns Rindsrouladen. Früher haben wir alle Rindsfegerl eigentlich gesagt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich, weil die Form so ein Vogel ist einfach. Ja, und das passt mir heute ganz genau, weil heute ist Sonntag. Ein super Sonntagsessen natürlich. So, ich habe da ganz ein wunderbares Almochsenfleisch gekriegt gestern vom Metzger, meines Vertrauens natürlich. Das ist ein Tiroler Almochs gewesen und das ist eine herrliche Qualität. Ich würde sagen, die Zutaten habe ich mir vorbereitet. Wir starten einmal mit dem Schnitzelklopfen. Ich gebe mir da immer aufs Brettl drauf eine Folie. Zuerst eine Folie und dann tue ich nur eine Folie drüber. Erstens spritzt es nicht herum und die Fleischfaser bleibt da schöner zusammen. Beim Rindfleisch ist es nicht so schlimm, weil das lässt sich nicht so brutal zerklopfen. Aber wenn man zum Beispiel ein Hühnerschnitzel oder ein Butenfleisch klopft, ist es sehr ratsam, wenn man es zwischen der Folie gibt. So. Wir werden uns eine Zwiebel, den tun wir uns mit unserem V-Hobel, den was ich da habe und den was ich sehr gern mag, mein Gemüseschneider, da schneiden wir uns da einmal Ringerl, feine Ringerl. Und den werden wir uns in Butterschmalz leicht anrösten. In der Zwischenzeit, bis der Zwiebel geröstet ist, leicht geröstet noch, richten wir uns unser Gemüse her für die Füllung. Ich schneide die Karotten einfach bei der Mitte, so halbieren und dann noch einmal halbieren, dass man einfach diese länglichen Stücke hat, so wie man das ganz klassisch von früher her kennt. Von den Rindsvogel. Die Zwiebel ist jetzt ganz wunderbar angeröstet und die geben wir uns jetzt derweil auf einen Teller heraus. So. Durch das Zwiebelrösten hat sich da jetzt in der Pfanne ein bisschen was angelegt und das sind natürlich Röstaromen und ich lösche das jetzt mit ein bisschen Wasser. Das geben wir dann alles für die Soße, heben wir uns das auf, gell? So. Das ist jetzt zuerst einmal nur zum Pfannenputzen praktisch. So. Da haben wir schon wieder ein bisschen ein kurzes Wasser halt zum Aufgießen, sag ich mal, gell? Und jetzt geht es ans Füllen von unserem Fleisch. Manchmal sind da so Sehnen drinnen, wie man da gut sehen kann. Und ich schneide mir die weg, ganz ein kleines bisschen rein. Nur so ein kleines Schnitterl machen. Das hat den Zweck, dass es dann nicht so zusammenzieht. Gell? Aber jetzt würzen wir es zuerst einmal mit Salz und Pfeffer. So. Von beiden Seiten. Dann geben wir da mal einen Senf drauf. Und das streichen wir einmal da dick ein. Da braucht man nicht sparen, weil Senf ist ein guter Geschmack bei den Rindsrouladen. So. Okay. Da geben wir jetzt ein paar Scheiben von dem herrlichen Bauchspeck drauf. Und jetzt unsere geröstete Zwiebel. Ein bisschen schön verteilen. Braucht man mit nichts sparen, dass wir das dann wirklich eine schöne Fülle haben.
Und jetzt geben wir noch unsere Gurkerl und Karottenstifterl, was wir uns da vorbereitet haben. So. Und das Ganze rollen wir jetzt auf. Schauen, dass nichts außerquillt auf der Seite. Und jetzt haben wir es auf der Seite da offen. Und da, das drücke ich mit dem Finger einfach nur so rein. Dann ist das schön verschlossen. Mehr braucht man da gar nicht da. So. Und das verschließen wir nur mit einem Zahnstocher. So. Mehr braucht es da eigentlich nicht. Und so haben wir eine wunderschöne Roulade. So mache ich es jetzt einmal alle fertig und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir es alles schön gerollt und gefüllt. Und der braten wir uns jetzt im Butterschmalz, im heißen Butterschmalz, rundherum schön an. Herrliche Röstaromen und das braucht man dann für eine gute Soße natürlich. Jetzt sind wir schön angebraten und wir gehen jetzt wieder aus der Pfanne. Sehr schön, sehr schön. Das löschen wir jetzt zuerst ein bisschen mit dem Wein. Da haben wir den guten Zweigel natürlich. Ich nehme immer denselben Wein, den wir auch trinken, nehme ich auch zum Kochen. Das habe ich jetzt da zuerst einmal so gemacht, nur damit diese Röstaromen, was wir an der Pfanne, am Pfannenboden gehabt haben, dass wir das alles rausbringen. Schön. Dass wir da ja nichts verlieren. Das ist alles Geschmack. So. Den Wein immer ein bisschen einreduzieren lassen. Das gibt der Soße dann eine gewisse Sämigkeit und der Alkohol ist natürlich weg. Den trinken wir dann separat wieder dazu. So, das geben wir uns jetzt nochmal zu unseren ersten Sachen, was wir uns da schon bereitgestellt haben. So. Da geben wir jetzt ganz ein kleines bisschen Butterschmalz. Nur ganz ein kleines bisschen. So. Und so. Ein bisschen Tomatenmark. Tomatenmark ist ja sehr süß. Deshalb lasst man das ganz kurz anrösten. Das wird dann karamellisieren. Und das ist auch wieder so eine Geschmackskomponente, die was man halt bei diesen Soßen braucht. Ganz leicht mehlieren. So. Und noch einmal mit Wein ablöschen. Ja,
einfach das Mehl, ist die ganze Geschichte jetzt natürlich ein bisschen dicker. Fest rühren, dann passiert nichts. So. Da geben wir nur ein bisschen Wein dazu. Sehr schön. Noch mal ein bisschen verkochen lassen. Da gebe ich jetzt unsere Safteln, die was wir uns zuerst praktisch vom Pfanneputzen aufgehoben haben. Die geben wir jetzt da dazu und ein bisschen Wasser. Wer eine Rindsuppe zu Hause hat, gibt da am besten eine Rindsuppe rein. Ich habe jetzt leider keine fertige, deshalb greife ich jetzt einfach auf einen Suppenwürfel zurück. So. So, halbwegs. So. Haben wir jetzt schon eine wunderschöne dunkle Soße. Die hat jetzt so 2-3 Minuten geköchelt, die Soße, und da geben wir uns jetzt die restlichen Zwiebeln, was wir noch haben, die geben wir uns da rein. Und ich habe da noch 2-3 Essiggurken. Und ein bisschen was noch von den Karotten, ein paar Stückchen. So, einfach ein bisschen Geschmack noch. Dann geben wir noch Lorbeerblätter hinein. Man sieht schon, dass sie schon durch das Melieren und vom Tomatenmark ist sie leicht sämig. Wunderschön schaut es aus. Ein schön Glanz, die ist ja jetzt schon gut. Herrlich. Schon sehr, sehr lecker. Und da geben wir jetzt unsere Rouladen rein. So. Und da ist natürlich auch ein bisschen Fleischsaft entstanden da vom Rosten. Den geben wir natürlich auch dazu. Schalten wir mal die Temperatur ziemlich zurück, einen Deckel drauf und dann lassen wir das Ganze circa eine Stunde, aber wirklich ganz leicht nur köcheln, ganz leicht dahin garen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt einmal meinen Sauerstall zusammenrahmen und als Beilage haben wir heute ein Kartoffelpüree gedacht. Ich habe mir da schon Kartoffeln aufgestellt. Das wird dann ziemlich zeitgleich fertig werden. Passen natürlich zum Soßengericht Nudeln, Spätzle, passt alles hervorragend dazu, wo sind halt gerade gelust. So, unsere Rindsrouladen, die haben jetzt circa eine Stunde und ein Viertel so, wie man es jetzt sieht, so leicht dahin geköchelt. Und weil das ja so ein wunderbares, abgelagertes, gut abgelagertes und zartes Fleisch gewesen ist, werden sie auch nicht länger brauchen. Die sind sicher schon ganz zart und weich. Machen wir einen Test mit der Nadel. Genau, wenn die leicht einstechen und wenn die wieder leicht rausgeht, dann sind sie drinnen schön weich. Ja gut, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns gerade bei der Soße noch. Vom Melieren ist sie natürlich schon ein bisschen eingedickt, aber ganz ein kleines bisschen dicker machen wir es. Ganz leicht bindet man die jetzt mit ein bisschen Maizena ab. Da schalten wir nochmal die Temperatur auf. So, da haben wir schon was vorbereitet.
habe dazwischen schon ein bisschen Wasser, nur mal ein bisschen Wasser aufgegossen, weil es ist, bei den Gerichten ist es immer so, dass jeder ganz viel Soße braucht. Das ist halt einmal so. Und das, wenn das so ein Schmorgericht, wenn das so langsam dahin zieht, dann kriegt die Soße ja einen wunderbaren, kräftigen Geschmack. So, das muss ein bisschen aufkommen. Und jetzt nur wieder so löffelweise ein bisschen Maizena. Das habe ich mir schon mit kaltem Wasser angerührt, wie immer. Und so gibt man das einfach in die Soße. Einen Moment warten und dann sieht man gleich, wie dick das geworden ist. So, ein bisschen der Leitz noch. Sehr schön. Dann können wir ausschalten und wir richten uns unsere herrlichen Rindsrouladen richten uns an. So. So. Zuerst der Zahnstocher natürlich herausgeben. Und schneiden wir sie mal bei der Mitte. Heiß, heiß, heiß. So, sehr schön sind sie geworden. Wunderbar. Beim Kartoffelpüree, da habe ich mir noch ein paar Zwiebeln geröstet in Butter. Das passt ja recht gut dazu. Da geben wir jetzt ein bisschen von der wunderbaren Soße drauf. Ich habe die jetzt nicht abgeseiht. Da sind jetzt die Stückchen, man sieht es eh, von den Karotten und der Zwiebel. Das ist da alles noch drin. Wir mögen das ganz gern so. Deshalb lassen wir das drin. So, und ein bisschen ein schönes, was Grünes fürs Auge. Ich tue es um. Wie ihr es gesehen habt, ist das keine Hexerei gewesen wieder, so Rindsrouladen oder Rindsfeger, würde ich mir sagen. Und ganz wichtig ist einfach, wenn man eine gute Fleischqualität hat, dann kommt natürlich auch ein gutes Endprodukt raus. Gell? Zum Püree wollte ich gerade noch sagen, das werde ich Ihnen auch mal zeigen, wie ich das Püree mache. Nämlich ein ganz kleines bisschen anders als wir andere. Wir lassen uns das jetzt schmecken, wir genießen das jetzt. Heute ist Sonntag. Ein richtig wunderschönes Sonntagsessen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und vielleicht macht es ein oder andere mal noch. Das darf mich freuen. Gutes Gelingen wünsche ich dabei. Bis zum nächsten Mal.